Hallo Freunde, in diesem Video werde ich euch erklären, wie man einen Wi-Fi-Zugangspunkt auf einem Computer oder Laptop mit Windows 10 Betriebssystem ohne Programme von Drittanbietern erstellt und auch wie man VPN über Wi-Fi verteilt. Manchmal gibt es Situationen, in denen Sie das Internet über VPN über Wi-Fi von einem Laptop oder Computer aus verteilen müssen. Und die meisten Programme, mit denen Sie einen Zugangspunkt erstellen können, werden bezahlt. Aber warum zusätzlich Software herunterladen, wenn Sie mit einem Betriebssystem einen Wi-Fi-Zugangspunkt erstellen können? Sie müssen nur einen kostenlosen VPN-Client finden, um die Region zu ersetzen. Warum könnte dies erforderlich sein? Dies ist beispielsweise nützlich, um die Region beim Herstellen einer Verbindung zum Internet zu ändern. Noch vor kurzem musste die Region ersetzt werden, wenn gesperrte Fernseher von Samsung eingerichtet wurden oder für andere ähnliche Zwecke. Im weiteren Verlauf des Videos werde ich euch ausführlich erläutern, wie man mit dem Betriebssystem einen LAN-Zugangspunkt erstellt und eine VPN-Verbindung verteilt. Also geht's los. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein VPN zu verteilen, von denen eine in einem der vorherigen Video-Links vorgestellt wurde, die ich in der Beschreibung belassen werde. Zuerst müssen Sie eine VPN-Verbindung herstellen. Dazu müssen Sie eine spezielle Anwendung herunterladen und installieren, den VPN-Client. Derzeit gibt es eine beträchtliche Anzahl von Ihnen. Es wird ausreichen, die kostenlose Basisversion zu verwenden. Ich werde euch das Beispiel von Hotspot Shield VPN zeigen. Sie können jeden anderen VPN-Client verwenden. Hotspot Shield wird nur als Beispiel dargestellt. Führen Sie das Programm aus. Wir wählen die kostenlose Version. Wir wählen die verfügbare Lokalisierung aus und verbinden. VPN kann auf dem Router selbst konfiguriert werden. Es ist jedoch ein ziemlich komplizierter Prozess, der einige Kenntnisse in diesem Bereich erfordert. Wenn Sie an unserem Kanal interessiert sind, gibt es eine Reihe von Videos über die Einstellung des Routers. Ich werde den Link in der Beschreibung hinterlassen. Sobald die folgende Benachrichtigung angezeigt wird, können Sie mit den folgenden Einstellungen fortfahren. Öffnen Sie Optionen, Netzwerk und Internet. Ein wichtiger Punkt: der Computer oder Laptop muss ein Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk verbunden sein und sollte mit einem Wi-Fi-Modul ausgestattet sein, sonst funktioniert nichts. Öffnen Sie als nächstes den mobilen Hotspot. Geben Sie den Zwecknamen und das Kennwort an und versetzen Sie den Schieberegel in den Status ein. Gehen Sie dann unten zu Adapter-Einstellungen. Im Menü Netzwerkverbindungen müssen Sie das VPN-Netzwerk suchen. Mit Hilfe der visuellen Analyse können Sie feststellen, welche VPN-Verbindung vorhanden ist. Die visuelle Verbindung verfügt nicht über einen echten Adapter wie TP-Link, Realtek oder Intel. Der Adapter hat einen ähnlichen Namen wie der folgende: Adapter V9, V3 und so weiter. Wir markieren es und klicken mit der rechten Maustaste. Dann Eigenschaften Zugriff. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben anderen Netzwerkbenutzern erlauben, die Internetverbindung des Computers zu verwenden. Und unten im Abschnitt Verbinden eines Heimnetzwerks wählen Sie unser gerade erstelltes drahtloses Netzwerk aus. Okay. Das ist der Punkt, an dem die VPN-Verbindung hergestellt wird. Jetzt stellen wir beispielsweise über das Telefon eine Verbindung her und prüfen, ob es funktioniert
und ob Zugang zum Internet besteht. Punkt: Funktioniert Internetverbindung vorhanden? Gehen Sie zur O2-IP-Website und überprüfen Sie die Region. Wie Sie die Region USA sehen können, alles arbeitet. So deaktivieren Sie den WLAN-Punkt, öffnen Sie einstellige Netzwerk und Internet, mobiler Hotspot, deaktivieren Sie die Internetverbindungsberechtigung und deaktivieren Sie das VPN. Wenn Sie nun einen Wi-Fi-Zugangspunkt erstellen müssen, konfigurieren und aktivieren Sie einfach den mobilen Hotspot. Der VPN-Client wird nur benötigt, wenn Sie die Region, den Standort ändern müssen. Und das ist alles. Daumen hoch, hoffentlich hat dieses Video euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.